Nur wenige Monate ist das Klimt-Zentrum im oberösterreichischen Schörfling am Attersee alt und schon ist es um 30 Millionen Euro reicher. Zumindest für die nächsten zwei Wochen. Es hat nämlich ein Klimt-Originalbild bekommen als Leihgabe des Leopold-Museums in Wien. Mit diesem Gemälde, ein Morgen am Teiche, hat der Jugendstilkünstler Gustav Klimt ein neues Format geprägt. Es ist das erste Gemälde quadratischer Landschaftsmalerei und es erzielte schon zu Lebzeiten Klimts einen Wert von 2 Jahresgehältern eines Lehrers. Heute ist es millionenwert. Dieses Gemälde war bereits in Paris, war in Tokio, war in Moskau. Also es ist schon weit gereist und jetzt ist es schließlich am Attersee gelandet. Wie hoch muss man das versichern? Man versichert es um den Preis, dessen Wert es heute darstellt und der beträgt in etwa 30 Millionen Euro. Im Klimt-Zentrum am Attersee rechnet man in den nächsten beiden Wochen mit einem regelrechten Besucheransturm. Am 15. Juli ist die Sommerfrische des Jugendstiljuwels am Attersee aber beendet und es wandert wieder zurück nach Wien ins Leopold-Museum.